Ich würde sagen, könnte Eva sein, aber könnte jetzt hier gerade auch eine Falle sein für mich. Oh, ich weiß. Ich könnte mir vorstellen, rein vom Style her, könnte das Katja sein. Aber jetzt kann ich eine andere sein. Ich sage, das ist Eva. Jawohl! Willkommen zu einem neuen Erkennt-ihr-den-Video. Ist ja mal eine Weile her, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Vielleicht kennt ihr das Format, vielleicht auch nicht. Und ich fange gerade an, ich mache erstmal Licht an. Ich bin, glaube ich, gerade ein bisschen dunkel. So, jetzt bin ich, glaube ich, noch ein bisschen besser zu sehen. Denn vielleicht kennt ihr das Format. Hier stehen jetzt gerade, ich weiß gar nicht, wie viele Leute. Hier stehen gerade ein paar Leute, die haben sich verkleidet als Halloween-Outfit. Und gleich geht der Vorhang hoch. Und es wird immer eine Person dahinter rein. Und ich muss halt die Person erkennen. Tja. Das, und ich kenne halt logischerweise die Kostüme nicht. Und ich würde sagen, fang mal an. Die erste Person, die gerade da steht, kann schon mal den Vorhang ein bisschen hochheben. Wir fangen mal an mit den Füßen. Also logischerweise, ich kenne das Format. Das heißt, jetzt komm jetzt hoch damit. Eine Person. Nur die Füße. Sind die Füße zu sehen? Okay, das sind die ersten. Eine Person steht da gerade am Rand relativ gut in meinem Sichtfeld, ne? Genau, wir müssen euch so ein bisschen da zusammenquetschen. Okay, also wir haben hier, weil das geht ja immer stufenweise, ne? Ihr kennt es so. Es geht halt stufenweise gleich nach oben. Und das sind so die ersten Schuhe, aber ich erkenne halt nichts. Das wird halt auf jeden Fall eine weibliche Person sein, das ist klar. Also Eva, Katja oder Ellie. Und ich muss jetzt gleich die erste Person erraten, aber... Kommen die nächsten erstmal? Ja, die erstmal die nächsten. Macht mal weiter. Okay, okay. Das sind so Crocs, ne? Ich weiß aber nicht, erkenne ich da den Huggy Wuggy Overall? Das ist jetzt die Frage. Okay, also ich würde sagen, könnte Eva sein, aber könnte jetzt hier gerade auch eine Falle sein für mich. Deswegen, ich mach mal weiter. Geht mal weiter. Wir machen mal weiter. Okay, das sind auch eher weibliche Schuhe, denke ich jetzt mal. Ich weiß aber nicht, ich habe das Gefühl, Ellie könnte das sein, aber wir machen wieder nochmal weiter. Ellie oder Katja vielleicht. Das wird jetzt 100% beim ersten Mal schon fair, wenn ich gleich den ersten Namen sage. Wir haben jetzt 3 Leute gesehen, das heißt, es müssten jetzt mindestens noch 2 Leute kommen. Nächste Person. Ja, moin. Ja, was ist das denn? Ja, okay, wow, Brottüten. Als Style. Das ist der neue Style 2023. Lasst es euch gesagt sein. Ja, okay, weiter, damit könnt ihr nichts anfangen. Weg mit dir. Hau mal ab. Jetzt will ich die letzte Person sehen. Weil ganz ehrlich, ich habe es ja echt. Okay, eine Person hat sich als Hund verkleidet, wobei ich glaube, das ist nicht nur eine Verkleidung, sondern da hat sich die Person einfach dahingestellt, wie sie halt ist, ne? Ey, sag doch sowas nicht! Okay, ja, okay, und da sieht man halt einfach gar nichts. Und vor allem das Schlimme ist, ich könnte jetzt sogar was sagen, weil ich weiß halt sowieso nicht, wer wo steht. Ich könnte mir vorstellen, rein vom Style her, könnte das Katja sein. Und da ich jetzt wirklich von den anderen einfach keine Ahnung habe, würde ich... Aber jetzt kann doch jeder andere sein. Vielleicht ist ja auch Donny in dem Kleid oder Claudio. Vielleicht auch Eva? Okay, okay, okay. Leute, ich habe jetzt meine erste Entscheidung. Gehen wir ganz kurz durch. Okay, wir hatten die Crocs, wir hatten die Brottüten, wir hatten das Kleid, wo man nichts erkannt hat, und dann noch so 2 weibliche Stiefel. Willst du noch mal sehen, oder? Ja, also was mich gerade irritiert. Ja, nee, warte kurz. Sag ruhig, welchen du sehen willst. Ja, also ich mach jetzt einen Tipp. Nee, ich hab schon ein bisschen was gesehen. Es gab da so braune Stiefel. Ich glaube, ihr wisst, wen ich meine. Ja. Zeig dich nochmal mit den braunen Stiefeln. Ja, warte, ich komme. Ja, Claudio, komm mal her, komm mal her. Oh, ich weiß. Ich sage, das ist. Ja, wow. Ich sage, das ist Eva. Das heißt, die Person mit dem Rollenstiefeln kann jetzt hervorkommen. Und ich. Jawohl! Hi! Ja, das ist natürlich richtig! Sehr gut. Puh, schon mal kein kompletter Fail heute. Das ist schon mal gut. Okay, soll dann ich mal einen Stuhl holen und mich neben mich setzen? Ja, kannst du gerne machen, okay. Da ist noch ein Stuhl. Gut. Jetzt können wir die nächste Runde starten. Der Vorhang geht ein bisschen weiter nach oben, aber jetzt wird es hoffentlich nur noch leichter. Vor allem jetzt sehe ich auch mal, was sich bei den Crocs sonst noch so verbirgt. Okay, das ist ein Huggy-Wuggy-Kostüm. Aber es könnte halt wirklich jeder sein. Also ich denke mal nicht. Die Crocs sind übrigens von mir. Ja, genau. Habe ich mir schon fast gedacht, aber ich habe mir gedacht, das wäre jetzt auch zu einfach, wenn ich gesagt hätte, dass du das bist. Ja, es ist halt zu offensichtlich. Nee, bitte einmal weitergehen. Mhm. Die Crocs, die werden immer jetzt hier ausgelassen. Weise Entscheidung. Die
frage ich jetzt, wie bist du eigentlich verkleidet? Ich bin gar nicht verkleidet. Ich gehe gleich. Nach Hause? Nee. Ja, kein Bock. Nee, ich sag's ja schon mal vorneweg, ihr kennt mein Kostüm nicht. Okay, ja, wow. Da sieht man natürlich wieder sehr, sehr viel. Also sag mal, das ist Ellie oder Katja. Das ist klar. Die Frage ist nur. Lass dich nicht irritieren. Das könnte sehr, sehr gut Donny sein. Ja, kann auch sein. Könnte also auch sehr gut stehen. Das andere ist halt sehr offensichtlich, ne? Okay, einmal weiter. Ich habe ja noch zum Glück ein paar Leute. Ich habe, glaube ich, jetzt noch zwei Leute, die auch noch zu sehen sind. Okay. Eine Brottüte ist verloren gegangen. Vor allem, ich weiß, wem die Schuhe gehören, aber ich glaube, auch das ist wieder jetzt hier eine Falle, die gestellt wird. Okay, einmal weiter. Von was ist das überhaupt für ein Halloween-Outfit? Normale Schuhe, normale Hose und eine Brottüte auf einem Schuh. Das ist ein schönes Halloween-Outfit. Mhm, da weiß jemand, wie es geht. Okay, jetzt kommt jetzt die letzte Person. Also ich sag mal... Ich sag mal so, ich glaube, jetzt kommt noch... Also wenn jetzt zwei Hundepfoten auf einmal unterm Vorhang sind, dann weiß ich auf jeden Fall schon, wen ich nehme. Ja, okay, dann wird sich jetzt die Brottüte wird sich jetzt geteilt. Ja. Also, ganz ehrlich, ich glaube jetzt nicht, dass ich Claudio oder Donny. Ja, okay, also. Ja, okay, ich hab's. Ich sage, ich bleib jetzt auch dabei. Ich sage, das ist gerade Ellie. Mit dem gelben Umhang. Hallo. Juhu! Das ist kein Umhang, das ist ein Kleid, bitte. Ja, okay. Ich überlasse mir gerne den Platz hier. Nein, alles gut. Dann kannst Und du wie läuft das nicht so in der Brottüte? Supi. Gut. Okay, nächste Runde. Wir haben noch drei Leute übrig. Bisher alles richtig, wie erwartet. Das heißt, jetzt geht's wieder ein bisschen weiter nach oben. Ich würde sagen, mindestens so bis zum Bauch. Ja. Machen wir ein bisschen höher, ein bisschen höher. Okay. Ja, so weit, so, okay, so hoch ist das jetzt auch nicht. Nein, so weit will ich das jetzt gar nicht sehen. So genau will ich das gar nicht sehen. Reicht. Kannst du wieder runter machen? Okay. Das ist auf jeden Fall ein Hagiwagi-Kostüm, aber... Ich habe das Gefühl, die Person hat da noch irgendwas anderes runter. Okay, die nächste Person. Okay, das ist einfach nur eine Hose mit einer Brottüte. Ah, nee, es ist ein Umhang. Und das ist nicht der Bielefelder Royals Umhang auf jeden Fall. Okay, ja, okay. Okay, ich habe genug gesehen, ja. Also ich habe so eine Vorahnung. Außer ihr träumt mich jetzt hier gerade wirklich vom Feinsten so, ne? Dann... Jetzt ist ja die letzte Person. Es sind ja noch drei Personen übrig. Ich sag mal so, ich hab so eine Idee, wer wo gewesen sein könnte. Ja, okay. Also ganz ehrlich... Ich glaube, die Schuhe verraten die Person gerade so ein bisschen. Weil mich würde sehr überraschen, wenn Donny oder Claudio in diesen Schuhen drin stecken. Ich sag, das ist Katja. Trommelwirbel. Hallo. Hi. Sehr gut. Kannst du auch bitte schwitzen? Nee. Schwitzen. Wir schwitzen heute ein bisschen. Leute, ihr müsst euch einfach ein bisschen anders verkleiden. Ja, okay, willst du jetzt das Rest sehen ohne das Gesicht? Ja, gerne. Okay. Wobei, bin mir nicht so sicher, ob ich das wirklich sehen will. Ja, komm her, hier. Also, ja, ich würde diesen Anblick nicht sehen. Ja, was ist? Ja, also es wäre vielleicht ganz schlau, wenn du nichts sagen würdest, Claudio, weil wenn ihr beide nebeneinander steht, dann höre ich, wer wo steht übrigens. Vielleicht bin ich nicht Claudio. Vielleicht bin ich auch nicht Donny. Also ich glaube, Donny ist... Ich weiß es nicht, ist ja so, oder? Oh, ich weiß es nicht. Sag es! Aber ich glaube, dass Claudio im Hagiwagi-Kostüm ist. Hagiwagi! Hallo! Tja! Kannst du auch bitte schwitzen? Nee, kann ich nicht. So, ich kann nichts dagegen tun. Läuft. Wo ist dein Notizbuch mit den ganzen Notizen? Welche Schuhe? Ja, den war einfach zu einfach, Leute. Da müsst ihr euch ein bisschen besser verkleiden. Damit das noch schwieriger wird. Mhm. Nein, aber ihr habt euch sehr krass verkleidet auf jeden Fall. Also sie sieht wirklich sehr krass aus. Dankeschön. Und Leute, es werden natürlich noch ganz viele weitere Halloween-Videos kommen. Und checkt das gerne alles ab. Wir werden natürlich auch nochmal sehen, wie ich mich verkleidet habe. Das bleibt aber noch ein Geheimnis. Das gucken wir nochmal. Da bin ich mal gespannt. Was ich für ein Kostüm nehmen werde. Also ich habe mich schon verkleidet. Nein. Oh mein Gott! Da kommt noch was. Da geht noch was. Und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr alle auch so grün auf die gute Hand hättet. Ich denke schon. Schreibt alle das gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns bald. Bis dann. Ciao. Ciao.